Was geht, Pokémon-Freunde? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pokémon-Unboxing von mir. Wie ihr bereits gesehen habt, gibt es heute etwas ganz, ganz Großes. Und zwar die Mega Swampert X Premium Collection. Ich will mal kurz die Kamera. Es ist riesengroß, die Box einfach. In der Box sind 8 Booster drin, eine Münze. Einmal hier die Promokarten von Mega Swampert X und Swampert X. Dann haben wir noch eine ganze Spielmatte in der Box. Eine überdimensional große Mega Swampert X Karte. Und ja, das alles ist in der Box und dann machen wir sie auch gleich mal auf. Ich hoffe, dass ich alles so halbwegs gut ins Bild bekomme. Das ist die größte Box, die ich jemals von Pokémon gesehen habe. So, das ganze Plastikzeug ist weg. Zeige ich euch mal die Rückseite. Hier können wir schon einmal sehen, was alles in der Box drin ist. Die Matte, finde ich, sieht ziemlich cool aus. Hier noch einmal die ganze Rückseite. Rough, Tough and Mega Muddy. Okay. Und dann mache ich die Box auch mal auf. Mal gucken, wie ich die hier am besten aufmache. So, die wird hier an der Seite aufgemacht. Holen wir erstmal alles raus. Box kommt an die Seite. So, dann fangen wir erstmal an mit der Münze. Hier ist die coole Mega Swampert Münze. Sie schimmert in blau. Dann haben wir hier einmal die Codekarte für das Ganze online. Hier ist sie auch. Dann haben wir hier einmal, jetzt brauche ich kurz zwei Höhlen. Hier haben wir die Promokarte von Swampert EX, also von Bex. Das ist XY55, 180 KP. Ziemlich cooles Artwork. Und jetzt kommen wir zum Mega Swampert, also Mega Swampert EX. Das ist die Promo Nummer 87. Auch ein ziemlich cooles Artwork. Dann kommen wir zu dem Inhalt der anderen, also das ist der andere Inhalt der Box. Das hier kommt doch an die Seite. Hier sehen wir einmal die überdimensional große Promokarte von Mega Swampert X. Mache ich das mal so, dass man das besser sehen kann. Hier ist die Spielmatte. Ich hoffe, dass ich sie halbwegs gut zeigen kann. So, packe ich die mal kurz hier hin. So, hier ist die ganze Matte. Hier oben mit den Feldern für die Preiskarten, hier für Stack und für den Ablagestapel. Und halt das coole Mega. Swampert X. Also eine ziemlich coole Beilage, finde ich. Dann kommen wir jetzt zu den Boostern. Wir haben einmal, ich sortiere die erstmal kurz. Wir haben hier zweimal Primal Clash, dann zweimal Ancient Origins, zweimal Warring Skies und zweimal Breakthrough. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Primary Clash Boostern. Die Codekarte. Und so, ich hoffe, wir ziehen hier gut X-Karten in der Box.
Wir haben hier einen Weedle, einen Barboach, einen Seemops, einen Beatitzer, einen Lumpy, Shrine of Memories, einen Vibrava, Linoon. Unsere Reverse ist eine Rare, nice, Kingdra. Und ein Diggersby, also ein... Ich weiß gar nicht, wie das Pokémon auf Deutsch heißt. Weiter geht's mit dem nächsten Booster. Wir haben hier ein Phoebus, ein Slugma, Bunnelby, ein Latorzel, Midity, Rhydon, Buffalund, ein Denun. Unsere Reverse ist Weakness Policy, also Schwächenschutz. Und die Rare ist ein Gorbis. Ich glaube, Alabüß oder so heißt sie auf Deutsch. Jetzt kommen wir zu den zwei Ancient Origins Boostern. Codekarten sind alle hier falsch rum, aber macht ja nichts. So, wir haben hier Golurk, Relikant, dann ein Wurmball, ein Baltoy, einmal Wiles, Vespiquen, eine spielbare Karte, Whimsicott, einmal Flash Energy, unsere Reverse ist auch eine Flash Energy, Nankamen und die Rare ist ein Entei. Von drei Boostern haben wir bis jetzt noch nichts Gutes, aber ich hoffe, das ändert sich noch. Aber dann haben wir die coole Mappe bekommen. Ich finde, das ist schon ziemlich gut. Gucken wir mal, wie in diesem Ancient Origins Booster was ziehen. Wir haben hier ein Evoli, Porygon, Baltoy wieder, Malamar, Golett, Ace Trainer Supporter, Gloom, Sceptile Spirit Link, unsere Reverse ist eine Vespiquen. Die ist cool. Und Claydole. Dann haben wir noch zweimal Breakthrough Booster. Also vier Stück, die Hälfte haben wir schon durch. Leider noch nichts Gutes gezogen. So. Wir haben hier ein Hippopotas, ein Plinfer, ein Dodu, ein Remoraid, ein Snubbull, ein Vanillish, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, ein Mewtwo Spirit Link, ein Noctuska ist das, glaube ich. Ein Florges Break, wie nice. Endlich mal was Gutes und die Rare ist ein Cresselia. Aber ein Florges Break, zumindest ein dezenter Pull. Ich weiß gar nicht, was sie macht. Floral Breeze. Once during your turn, before you attack, you may heal 30 damage and remove a special condition from your active Pokémon. Also eine, ja, gute Fähigkeit. Und immerhin ein guter Pull. Das Booster wollte nicht so gut aufgehen. Wir haben hier einmal ein Zoroark, Skiddo, Neubat, Swinub, ein Trassler, die Dene, ein Plinpreen, ein Haunter. Unsere Reverse ist eine Rainbow Energy. Nice. Und ein Holo Chestnut. Yay, immerhin eine Holo-Karte sogar. Und noch zwei Booster von XY Roaring Skies. Ich habe mich zuletzt aufgehoben, weil ich hoffe, dass wir vielleicht hier ein Shaman ziehen. Das wäre absolute Mega-Pull. So. Kartentrick ist gemacht. Wir haben hier einen Wingull, einen Dratini, Electrike, Swablu, Bagon, Trainer's Mail, eine spielbare Karte. Rayquaza Spirit Link, Trinkrill, ein Halucha im Reverse, No Common und Klefki ist unser Rare. Und das letzte Booster, das letzte Mal, Chance auf eine gute Karte. So, wir haben hier ein Halucha, ein Pikachu, Natu, ein Habitak, Voltorb, also Voltorball, die Wetterentwicklung Elektroball, ein Manectric, also ein Voltenso, Megaturbo, unsere Reverse ist Steven und die letzte Karte ist ein Chedinja. Das war's von diesem Opening, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch einen Kommentar da, ich würde mich mega freuen oder einen Daumen, das würde mich noch mehr freuen und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, Leute!